Wow, ich kann endlich mal wieder ein Video zu Diablo 4 machen. Es gibt ein Lebenszeichen von den Entwicklern und das ist es wert, geteilt zu werden, um auch schon mal ein bisschen wieder in Stimmung zu kommen. Ich kann es kaum erwarten. Und zwar haben sie die Info geteilt, dass ein Campfire-Stream stattfinden wird. Und zwar am 2. Mai, 11 AM PDT. Ich glaube, das ist wieder bei uns plus 9 Stunden, wenn ich mich gerade nicht irre. Dann müsste es 20 Uhr bei uns sein. Aber das teile ich dann nochmal. Und es geht in diesem Campfire um System-Features, was auch immer das sein soll, System-Features, Balance-Updates und was sie aus dem PTR gelernt haben. Ja, die große Frage für mich ist halt, Season-Mechanik, zählt die jetzt hier zu System-Features oder nicht? Warum nennen sie das so komisch und nicht Season-Mechanik? Und im zweiten Absatz steht dann nämlich, dass der Season-Lead-Designer Derek Nunes oder Nunes oder wie auch immer am Start ist. Aber auch hier sagen sie dann nicht, dass sie über die Season-Mechanik reden, sondern über PTR-Learnings, also Itemization und wieder System-Updates. Also ich finde das ganz, ganz merkwürdig, dass einfach nicht das angesprochen wird, dass es um die Season-Mechanik auch mal geht. Vielleicht geht es gar nicht um Season-Mechanik, vielleicht kommt noch ein weiterer PTR, ein weiterer Campfire, nochmal eine Woche später oder so, wo es dann um die Season-Mechanik geht. Oder vielleicht kommt gar nicht so wirklich eine Season-Mechanik. Jedenfalls, als das hier getweetet wurde, hat dann jemand darauf geantwortet. Und zwar mit dieser Aussage, ich garantiere euch, sie werden die Season verzögern. Und dann hat Adam Fletcher, der Community Manager, darauf geantwortet, es wird nicht verzögert. Das heißt also, die Season steht am 14. Mai. Dort wird es losgehen mit Season 4, also kann man jetzt auch dann theoretisch, wenn man will, Urlaubstage nehmen oder sowas. Der 14. ist ja was für ein Tag? Das ist ein Dienstag. Also wenn man richtig durchstarten will, dann braucht man tatsächlich Urlaub, weil es mitten in der Woche ist. Ansonsten einfach ganz entspannt abends zocken. Und das finde ich schon mal großartig, denn ich war mir inzwischen auch nicht mehr sicher, ob das am 14. Mai kommt, weil es irgendwie so ruhig ist. Und weil eben auch an dem PTR zu sehen war, dass noch viel gemacht werden muss. Und jetzt gibt es aber nochmal einen weiteren Tweet, den ich auch wieder ein bisschen merkwürdig fand. Und zwar geht es nämlich darum, dass Adam Fletcher ein bisschen vorher getweetet hat. Und es geht jetzt nur um den zweiten Absatz. Und zwar das, was ich rot unterstrichen habe. Der PTR hat fast nichts zurückgehalten. Das ist auch wieder so ein Ding, wo ich mir dachte, was soll denn das jetzt heißen? Heißt das eigentlich für mich, dass keine Season-Mechanik kommt, weil ja der PTR fast nichts zurückgehalten hat? Oder dass die Season-Mechanik so klein ausfallen wird, dass es als fast nichts quasi zu bezeichnen ist. Also ich habe jetzt an mehreren Stellen irgendwie diese Signale, dass wir vielleicht nicht mit einer großen Season-Mechanik rechnen sollten, weil dieses ganze Item-Update vielleicht genug Zeit gekostet hat. Sonst hätte ich irgendwie erwartet, dass da mal ein Satz zu gefallen wäre und nicht so kryptisch drumherum geredet wird die ganze Zeit. Das ist jetzt so das, was ich wahrnehme. Wäre jetzt die Frage, wie schlimm ist das, wenn die Season-Mechanik so niedrig ausfällt, dass es quasi gar nicht eine echte Mechanik ist, also nicht wie Vampirmächte oder so. Wäre das jetzt schlimm? Für mich nicht so wirklich, weil diese ganzen Item-Updates mir persönlich auch schon extrem viel Bock machen und ich allein deswegen in die Season starten werde. Die ganzen neuen Tempering-Rezepte sind ja auch schon wie eine neue Mechanik, wo viele neue Builds entstehen. Wäre jetzt für mich also kein Weltuntergang. Aber damit die Season 4 so richtig durchschlägt, damit es noch wirklich so die krankeste Season ever wird, da gehört schon noch eine Season-Mechanik dazu, aus meiner Sicht. Denn das ist oft der Grund, warum viele wieder zurückkommen, wenn es eine Season-Mechanik gibt oder ein Season-Thema, was ganz cool klingt. Das bringt eben ganz viel Spieler zurück, so wie die Vampirmächte eben cool klangen und viele deswegen eingeschalten haben. Und genauso in Season 3 viele nicht gespielt haben, weil dieser Begleiter nicht so cool klang. Also es wäre schon wichtig, da trotzdem noch irgendwie so ein geiles Thema in Season 4 mit beizusteuern. Ja, das war's. Mehr Updates gibt es dann im Campfire und da werde ich natürlich wieder ein Video zu machen. Es gibt aber noch ein letztes Update, was jetzt nichts mit Season 4 zu tun hat, was aber auch erwähnenswert ist. Blizzard hat die BlizzCon abgesagt für 2024. Und da habe ich auch erstmal ein bisschen Angst bekommen, weil das Add-on von Diablo 4 soll ja Ende des Jahres erscheinen. Und wir haben bisher nichts. Wir haben nur diesen komischen Trailer von der letzten BlizzCon, wo wir quasi nichts gesehen haben. Und wir haben immer noch gar keine Infos. Und ich hatte jetzt immer die Theorie,
Das Add-on wird nicht thematisiert, weil erstmal Fokus auf Season 4 gelegt wird, damit dann die generelle Meinung von D4 vielleicht wieder im Wandel ist, damit dann so der erste Baustein gelegt wurde, damit die Leute wieder ein bisschen happy sind. Und erst dann wollen sie vielleicht Infos zum Add-on teilen. Das war so immer so meine Theorie. Wenn sie jetzt sogar die BlizzCon absagen, kurz vor D4-Erweiterung, das wäre eigentlich so ein Ort, wo man die dann richtig gut bewerben könnte, da habe ich schon ein kleines bisschen Angst. Auf der anderen Seite, der Diablo 4 Release war ja im Juni damals und da brauchte man auch keine Blizzard-Messe kurz vorher und das Ding ging absolut durch die Decke. Also ich vermute, so eine BlizzCon an sich ist vielleicht gar nicht mehr wichtig, um einen Release wirklich zu vermarkten, weil das eh alles übers Internet geschieht, über die ganzen Presse, über GameStar und Co., ja, diese ganzen News-Seiten, alles, was es da gibt, die werden alle darüber berichten, werden alle eine Testversion kriegen und dann ist das ein Selbstläufer. Vermutlich braucht man gar keine große Messe. Man sieht ja auch den Trend, dass diese Messen eigentlich immer mehr Geld verbrennen und nicht viel bringen so und dass lieber die Leute diese Streaming-Events machen. Also vielleicht liegt es daran, das wäre mir persönlich nämlich schon irgendwie wichtig, dass das Add-on einfach dieses Jahr, Ende des Jahres noch rauskommt. Es sollten ja ursprünglich jährliche Add-ons werden. Das ist dann ungefähr 1,5 Jahre nach Release. Und ich wäre schon bereit, sage ich mal, fürs Add-on langsam. Also am Ende des Jahres, nicht jetzt, sondern am Ende des Jahres. Ich fände es schade, wenn das nicht mehr dieses Jahr rauskommt, weil das schön wäre, auch mal einfach dann im Winter sowas zu bekommen. Denn wenn das Wetter schlecht ist, dann habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich zu Hause sitze und D4 zocke. Und ich will nicht, dass das dann wieder irgendwie im Sommer kommt, wie der D4-Release. Das fand ich nämlich doof, dass ich dann bei geilem Wetter die ganze Zeit schlechtes Gewissen hatte, weil ich gezockt habe. Also im Winter fände ich das mal richtig schön, so ein Release, kurz vor der Weihnachtszeit oder so. Und dann kann man da schön ohne schlechtes Gewissen einfach mal zocken. So, und damit war's das. Ich beende das Video und wir sehen uns am 2. Mai dann zum Campfire. Den werde ich auch live streamen. Ja, haut rein.